Es wurde jahrelang gespart in der Bildung, überhaupt wurde jahrelang gespart. Also an unseren Schulen sieht es ziemlich schlecht aus. Viele Politiker sagen, sie würden mehr Geld in Bildung investieren wollen, aber das sagen sie in dem halben Jahr vor den Wahlen, aber nach den Wahlen sieht die Situation halt wieder ganz anders aus. Durchschnittlich studieren alle Studierenden länger als die Regelstudienzeit, trotzdem wird das BAföG zum Beispiel gekürzt. Alles mehr auf den Arbeitsmarkt hin orientiert, weiter weg vom eigentlichen Lehren und Studieren und Forschen. 63% müssen neben dem Studium noch arbeiten. Und dass die Arbeitsbelastung so hoch ist in den neuen Bachelor- und Masterstudiengängen, dass es für viele unstudierbar geworden ist, dass viele Leute ihr Studium abbrechen müssen. Studium verkommt zu so einer Abhakmentalität und wir sollten doch eigentlich gerne studieren. Was mich auch ärgert, ist, dass jetzt auf einmal irgendwie das Geld fließt für die Banken, dass sie da Milliarden locker machen können. Und die zukünftige Generation schaut in die Röhre, weil eben kein Geld ausgegeben wurde für Bildung. Da sieht man, wo die politischen Prioritäten liegen. Wir wollen dann am 18. Juni bundesweit Banken besetzen und dort, wo die Milliarden hingegangen sind, auch hingehen und Anspruch erheben, dass wir einen Teil abbekommen von den Milliardenprogrammen der Bundesregierung für bessere Bildung. Den gestiegenen Leistungsanforderungen gerecht zu werden, müssen Schülerinnen und Schüler mehr und mehr Nachhilfeangebote, die natürlich kostenpflichtig sind, auch nachmittags in Anspruch nehmen. Das kann sich nicht jeder leisten. Der Trugschluss ist wirklich, dass viele Menschen denken, wenn man sich nur anstrengen würde, könnte man alles schaffen. Vieles, was in der Bildung passiert, hängt von deinem sozialen Hintergrund ab und hat mit deiner persönlichen Leistung gar nicht so viel zu tun. Im Rahmen des Bildungsstreiks fordern wir mehr Lehrer, kleinere Klassen und eine Bildung, die für alle offen ist, die nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängt. Selbstbestimmtes Lernen für alle. Mehr Geld für Bildung statt für Banken. Eine Öffnung des Bildungssystems, das heißt Abschaffung von Studiengebühren, das heißt Abschaffung von NC-Begrenzungen für Master und so weiter. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Am 17. Juni wird es einen bundesweiten Bildungsstreik geben. Wir wollen mit euch zusammen die Schule bestreiken. Ganze Seminare, ganze Schulklassen, ganze Vorlesungen. Bundesweit ganz viele Leute. In über 100 Städten. Potsdam, in München und überall in ganz Deutschland. Werden Schülerinnen und Schüler und Studierende auf die Straße gehen. Für ein besseres Bildungssystem kämpfen. Und auch merken, dass wir viele sind, dass es kein individuelles Problem ist. Mit der Riesenmasse von Menschen Druck auf die Politik ausüben. Sie muss sich bewegen, so geht's nicht mehr weiter. Sei du auch mit dabei, weil du kannst Teil sein von einem Bildungssystem, was besser wird in Zukunft. Und unser Ziel ist, dass ihr alle mitkommt. Ah!